Sehr geehrter Herr Russ, und auch ich würde gerne von dieser Stelle aus herzliche Genesungswünsche und Grüße an Herrn Dauderstedt senden. Sehr geehrter Herr Bundesminister de Maizière, verehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, ich heiße Sie zunächst einmal wieder, das ist ja mittlerweile eine gute Tradition, herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen zu dieser Jahrestagung des DBB. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen in dieser Stadt Köln, der größten Stadt dieses Landes, in der lebe ich seit fast 36 Jahren. Und ich muss sagen, und das würde ich von dieser Stelle auch gerne nochmal für diese Stadt sagen, ich lebe verdammt gern in dieser Stadt. Und das tue ich, obwohl ich mindestens zwei Drittel dieser Zeit genauso verdammt gern in Düsseldorf gearbeitet habe und in Düsseldorf arbeite. Jetzt wissen wir, das ist dann manchmal mit dem zweiten Satz, habe ich, wenn ich Pech habe, bei beiden Seiten ein Problem, aber das gehört zu meinem Bekenntnis dazu. Und dass ich in dieser Stadt gerne lebe, hat auch damit zu tun, dass wir nun oder Sie gerade Ihre Tagung in die heißeste Phase dessen gelegt haben, was Köln jedes Jahr verändert. Das ist der Karneval, den muss man auch an dieser Stelle erwähnen. Spätestens seit der Prinzenproklamation des vergangenen Freitags ist die Herrschaft übergeben worden. Und ich finde, das hat viel damit zu tun, dass hier ein Lebensgefühl herrscht, leben und leben lassen, dass wir uns durch Ereignisse, wie sie in der Silvesternacht sich zugetragen haben, nicht kaputt machen lassen dürfen. Und das fordert natürlich auch Politik heraus. Und wenn ich mir angucke, was Sie sagen, Herausforderungen für die Demokratie, Politik kontra Bürger, dann sind da eine ganze Reihe von in der Tat provozierenden Ideen drin, Überlegungen drin, aber eben auch eine Reihe von Dingen, mit denen man sich wegen der kleinen Provokation, die darin steckt, auch wirklich auseinandersetzen muss. Denn wenn diese Stadt Köln und wenn unser Land insgesamt eine offene, eine tolerante Gesellschaft bleiben will, dann ist das ein Auftrag nicht an die Politik und an die Verwaltung, sondern auch eben an die Bürgerinnen und Bürger. Und auch dafür, auch da bin ich ein bisschen stolz drauf, hat diese Stadt eine Reihe von wirklich sichtbaren Zeichen gesetzt, dass Menschen sich dann eben auch melden und deutlich machen, womit sie nicht einverstanden sind, wogegen sie aufstehen. Und auch das gehört zu einer wehrhaften und lebendigen Demokratie. Jetzt kann ich, muss das an dieser Stelle immer wieder sagen, Köln war schon immer eine Herausforderung für die Demokratie. Das meine ich durchaus mit einem kritischen Unterton, weil die ein oder andere Geschichte auch in jüngster Zeit doch manchmal dafür gesorgt hat, dass es Schlagzeilen weit über diese Stadt hinaus gegeben hat. Aber auch das gilt für eine andere Sichtweise. Wir hatten gerade im vergangenen Jahr das Gedenken daran, dass Köln und das Rheinland seit 200 Jahren oder vor 200 Jahren zu Preußen geschlagen worden sind. Und dabei ist deutlich geworden, wie wichtig das Zusammenwirken unterschiedlicher Kräfte und Ideen ist. Auf der einen Seite hat es ein ganzes Stück Unterstützung darin gegeben, zu einem organisierten Handeln im Rheinland zu kommen, durch das Thema Preußen. Aber es hat umgekehrt, und da sind sich Historiker mehr und mehr gewiss geworden, erst in den späteren Jahren auch dazu geführt, dass Liberalität, dass freisinniges, freiheitliches Denken in Preußen auch durch das Rheinland beflügelt worden ist. Und insofern kann ich nur sagen, ist das, was hier in dieser Stadt passiert ist, wie wir damit umgehen und was uns in Zukunft erwartet, ein ganzes Stück symbolisch dafür, wie wir das insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland hinkriegen können und hinkriegen müssen und was eben an Gefährdungen für dieses Zusammenleben auch da ist, gleich woher sie kommen, aber es kommt darauf an, dass wir richtig damit umgehen. Was will ich damit sagen, dass ich auch den Begriff Politik kontra Bürger als etwas provozierend auffasse? Er gefällt mir ehrlich gesagt genauso wenig wie die Frage, was will immer der Staat von den Bürgern?
Wir sollten uns immer wieder einmal gerade vor dem Hintergrund solcher Ereignisse deutlich machen, der Staat sind wir, die Bürgerinnen und Bürger, und auch Politiker. Politiker sind nicht Menschen, die von irgendwoher importiert worden sind oder die als Politiker geboren worden sind, sondern es sind Bürgerinnen und Bürger, die sich entschieden haben, mitzutun, manchmal sogar bei der etwas trockeneren Organisation des Gemeinwesens, es gängig zu machen, gängig zu halten, das abzubilden, was sich in der Gesellschaft ereignet und das in ganz überwiegendem Maß nach bestem Wissen und Gewissen. Und das ist durchaus auch ein Aufruf an diejenigen, die das vielleicht doch immer wieder mal von außen begleiten, die ihre oft auch richtige Kritik anbringen, aber die sich überlegen könnten, dass man das eine oder andere auch mitbestimmen kann, indem man teilnimmt und teilhat. Und das gilt genauso nicht nur für die Menschen, die sich als Politikerinnen und Politiker engagieren, sondern auch für die vielen Hunderttausende, Millionen im öffentlichen Dienst dieser Bundesrepublik Deutschland. Auch da wird deutlich, es ist ein Spirit dahinter, der dazu führt, dass Menschen in den öffentlichen Dienst gehen. Denn wie oft werden sie nicht nur in Beamtenwitzen verhohnepipelt, sondern umgekehrt auch bedauert, warum sie denn unter solchen Bedingungen in einem öffentlichen Dienst arbeiten, wo man dann immer ein bisschen ausblendet, was die negativen Seiten der gewerblichen Wirtschaft sind, aber was Gehaltsüberlegungen, was Schnelligkeit im Fortkommen angeht, doch immer wieder dann auch, ich sag mal, Einschränkungen hinnehmen müssen. Also ich kann nur sagen, das ist mir im Übrigen im Zusammenhang mit dem Thema der Zuwanderung von Flüchtlingen in meiner eigenen Verwaltung, der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, noch einmal deutlich geworden und ich habe mich unglaublich darüber gefreut. Ich habe einen Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen geschrieben und um die Überlegung gebeten, ob man sich bereit erklären könnte, doch in einer ein oder anderen Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung mitzumachen, seine Kompetenz da einzubringen. Es waren 500, das war der überwiegende Teil aus der gesamten Landesverwaltung, Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte, die sich gemeldet haben. 250 von ihnen sind im Einsatz. Wir mussten geradezu gucken, dass wir jetzt keine Enttäuschung produzierten bei denen, die sich gemeldet haben, dass wir sie nicht sofort einsetzen können und umgekehrt aber auch dafür sorgen müssen, dass nicht ganze Finanzämter leer stehen, weil plötzlich ein solcher Schub da war von Hilfsbereitschaft. Und was da auch sehr schön und sehr deutlich geworden ist und das auch nochmal die Qualität des öffentlichen Dienstes und der Verwaltung deutlich macht, war, dass ich mal eine Aufnahmeeinrichtung besucht habe, dass ich mich mit meinen eigenen Familienmitgliedern, die in einer Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung hier in Köln arbeite, unterhalten habe, dass immer wieder deutlich wird, wie wichtig es ist, dass neben dem guten Willen, der großen Bereitschaft des ehrenamtlichen Handelns mitzutun, mitzuhelfen, es unglaublich wichtig ist, dass Menschen da sind, die Erfahrung haben, die Strukturen kennen, die auch mal eine vielleicht nicht ganz angenehme Nachricht überbringen müssen und die auch klare Erwartungen formulieren müssen. Diese Mischung hinzubekommen aus einem großen bürgerschaftlichen Engagement und auf der anderen Seite auch aus einer Professionalität der Verwaltung und des Verwaltungshandelns und damit etwas auf den Weg zu bringen, das ist etwas, wofür ich einmal natürlich ganz besonders den Beamtinnen und Beamten aus meinem Bereich danke, aber Ihnen allen, dass Sie insgesamt nicht nur in dieser speziellen Frage, sondern genau dieses Grundgewebe für eine funktionierende Gesellschaft darstellen. Und dafür ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Wenn ich sage, dass das manchmal auch mit unangenehmen Entscheidungen verbunden ist, dann kommt auch noch mal dieser Begriff, machen wir eigentlich Politik pro Bürger oder kontra Bürger? Ja, natürlich wollen wir Politik machen und auch in der Verwaltung umsetzen, Verwaltungshandeln betreiben für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Aber wenn wir sehen, dass wir ein Gemeinwesen haben, das dann auch Erwartungen an seine Bürgerinnen und Bürger haben muss, weil das sozusagen unser gemeinsamer Haushalt ist, den wir organisieren müssen, dann stellt man auch fest, dass Politik und Verwaltung hin und wieder auch vor die Entscheidung getroffen wird, Politik kontra Bürger zu machen, nämlich Bürgerinnen und Bürger, die ganz offenbar die Grundprinzipien
und das Grundverständnis dieses Zusammenlebens nicht verstehen wollen oder auch nicht beherzigen wollen. Und auch da ist es die Verwaltung sehr oft, die das wieder deutlich machen muss. Und das fängt in dem Bereich an, der schon lange vor der Frage von Zuwanderung von Flüchtlingen eine Rolle gespielt hat in meinem Berufsleben, bei den Menschen, die meinen, dass sie sich nicht daran halten müssen, Steuergesetze einzuhalten und dass sie sich ihre eigene Rechtsgrundlage schaffen können. Und das geht bis hin zu denen, die aus ganz anderen Erwägungen oder ganz anderer Missachtung dessen, was unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft ausmacht, sich an die Vereinbarungen, die notwendig sind, nicht halten. Und auch dafür braucht man eine Verwaltung, die dafür sorgt, dass diese Regeln, die wir uns gemeinsam gegeben haben, auch eingehalten werden. Und da gibt es deshalb einen ganz großen Dank an ganz viele verschiedene Menschen im öffentlichen Dienst. Man denkt da zuerst natürlich an die Polizei, man denkt an die Gerichte, aber das geht auch an die Adresse all derer, die in ihren Amtsstuben sich mit Genehmigungen, mit all den Dingen, die Grundregeln unseres Zusammenlebens angehen, die lästig sind für diejenigen, die sie in dem Moment betreffen und über die wir immer anschließend wieder stolz berichten, wenn in anderen Ländern anderswo etwas nicht funktioniert und gesagt wird, guck mal, hier hat das funktioniert. Und dann möchte ich manchmal gerne in Erinnerung rufen, was man vorher zu den Entscheidungen gesagt hat, als sie aufgelegt worden sind, beziehungsweise als sie gegenüber dem einen oder anderen auch durchgesetzt worden sind. Auch das ist eine Qualität dieses Staates, den die Menschen hier nach schlechten Erfahrungen aufgebaut haben und der heute, das wissen wir und das sehen wir doch auch, ein Ansehen genießt in der Welt, nicht nur eben wegen der hohen wirtschaftlichen Qualität seiner Produkte, seiner Dienstleistungen, sondern eben auch wegen der Art der Offenheit, der Freizügigkeit und eben auch der Offenheit für Hilfesuchende, die von anderswoher kommen und Schutz suchen bei uns. Wer hätte das vor einigen Jahrzehnten geglaubt, dass Deutschland einmal in der Welt ein solches Symbol ist? Und auch das ist ganz sicher kein Selbstläufer. Und deswegen auch eine kleine Replik, weil Herr Russi gesagt haben, eine ganz wichtige und entscheidende Größe ist auch die Unabhängigkeit des öffentlichen Dienstes. Natürlich erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch, wenn Politik Entscheidungen trifft, dass dann über die Verwaltung diese Entscheidungen auch administriert werden. Also die Frage, inwiefern an dieser Stelle sozusagen noch einmal überprüft werden kann, wie weit denn dann diesen Entscheidungen Folge zu leisten ist, da hätten wir dann sicher auch einen gewissen Diskussionsbedarf. Ich glaube schon, dass das eben auch eine Qualität und der Ganzheit unserer Politik und Verwaltung ist, dass Menschen den Anspruch haben, manchmal diesen Anspruch nicht erfüllt sehen, aber dass, wenn hier Entscheidungen getroffen werden, sie darauf sich verlassen können, dass diese Entscheidungen gelten und dass sie dann in der administrativen Abwicklung ganz sicher auch sozusagen nachvollziehbar für sie eingehalten werden. Die Treffergenauigkeit oder die Treffgenauigkeit, wie man das schafft, dass man Politik, die man macht, Verwaltungshandeln, das man macht, richtig pro Bürger macht, die dieses Land entwickeln, die es tragen, die sich an Regeln halten und wie man den kleinen Teil derer, die sich nicht daran halten wollen, trotzdem ein Stück in die Disziplin nimmt. Diese Treffergenauigkeit, dass man nicht den Falschen sozusagen trifft, die steigt natürlich in dem Maß, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger selber an Politik beteiligen. Ich glaube, dass eben das Phänomen, das wir in den letzten Jahren erleben, dass man meint, weil es doch gefühlt gut läuft, dass man deswegen selber nicht mehr gefragt ist, dass man nicht einmal mehr die Zeit aufbringen muss, sich Gedanken darüber zu machen, wen man denn wählt oder nicht wählt, sondern dass man sich enthält. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass man davon ausgeht, dass etwas, was man erreicht hat, schon Bestand haben wird und dass irgendwer schon da sein wird und da sein muss, der das regelt. Ich glaube, da müssen wir insgesamt auch gemeinsam dafür werben, dass Bürgerinnen und Bürger diese Teilhabe auch wieder sehen, dass sie Teil von Politik sind, dass sie der Staat sind. Und das macht man eben nicht nur, vielleicht auch, um dann mal im Fußball, auf den Fußball zu gehen, mit Politik aus der Fankurve. Und das macht man auch nicht nur von der warmen Tribüne und guckt sich an,
was passiert da unten auf dem Platz? Und alle, die da sitzen, die einen mit ein bisschen mehr Emotionen, die anderen mit ein bisschen weniger, wissen, wie es besser geht. Aber die Überlegung, man könnte sich vielleicht auch mal aufs Spielfeld begeben, die kommt für die meisten nicht mehr in Frage. Das ist eben auch kein gutes Zeichen. Und man gewöhnt sich ja auch ein Stück daran, dass Menschen in einem Land, das ein so unglaubliches Ansehen in der Welt genießt und ich würde mal sagen, nicht nur trotz Politik und Verwaltung, wie wir sie hier haben, sondern ein ganzes Stück auch wegen dieser Politik und der Verwaltung, dass sie wenig Anlass sehen, sich von den individuellen Interessen ablenken zu lassen. Man muss sich ja auch nur mal angucken, wie viel Einschaltquote hat denn eine politische Diskussion oder eine Dokumentationssendung und wie viele hat eine aus dem Dschungelcamp. Also das sind auch Dinge, wo wir insgesamt aufgerufen sind, nochmal deutlich zu machen, dass hier nicht eine Oberschicht von Politik und Verwaltung sitzt und hier miteinander redet, sondern dass wir diesen Kontakt deutlich wieder verbessern müssen. Ich glaube, das ist im Übrigen ein Auftrag, den ich immer auch ein Stück als Bringschuld von Politik und Verwaltung sehe und nicht nach dem Motto, wir sitzen hier mal in einer gewissen Lamoyanz und sagen, es hätte ja auch alles besser sein können und das müssen dann andere, müssen dafür sorgen, wie man das wieder hinbekommt. An dieser Stelle glaube ich tatsächlich, dass der ungeheure Zustrom von Menschen in dieses Land etwas in Bewegung bringen wird. Und ich glaube auch, dass er Nachdenklichkeit erzeugt. Und wenn ich mir das riesige ehrenamtliche Engagement angucke, dann habe ich das Gefühl, die Menschen sind ruckartig wieder daran erinnert worden, dass das Funktionieren dieser Gesellschaft nicht irgendwem zu überlassen ist, sondern dass wir selber daran teilhaben. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und genauso wie ich Herrn de Maizière nur zustimmen kann, dass man nicht alles voraussehen kann, was an Neuigkeiten, an Problemen auf uns zukommt. Ich als Finanzminister konnte Ihnen vor einem Jahr nicht sagen, wie der Haushalt heute aussieht. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie er Mitte des Jahres aussieht. Die Zahlen ändern jeden Tag die Herausforderungen, die an uns zu richten sind und gerichtet werden. Damit müssen wir umgehen. Und auch das ist am Ende ein Stück Qualität von Politik. Da nützt es nichts, wenn man uns beschreibt, ja, du hast aber doch vor einem Jahr was ganz anderes gesagt. Ja, das habe ich. Und ich werde vermutlich auch heute Dinge sagen, die ich ein Stück aktualisieren und modifizieren muss, wenn ich neue Erkenntnisse habe in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Und auch das gehört zur Ehrlichkeit und Offenheit, glaube ich, einer politischen Kommunikation dazu, die Bürgerinnen und Bürger wieder ein Stück dazu bringt, sich auch mehr selbst einzubringen. Aber ich glaube genauso, und das ist ja auch angeklungen, dass wir nicht nur mit Herausforderungen im Sinne von Problemen und von Schwierigkeiten konfrontiert werden, die wir nicht voraussehen konnten, sondern es gehört auch zu dieser offenen, toleranten und demokratischen Gesellschaft dazu, dass sich hier auch immer wieder Lösungen ergeben, die man nicht voraussehen konnte. Und das ist auch nicht nur so in der jetzigen Situation. Ich freue mich darüber, wenn ich vor mir sitzen sehe Dunja Hayali und wenn ich abends die Spätnachrichten in den verschiedenen Fernsehprogrammen mir angucke und sehe, wie viele Menschen mittlerweile mit Migrationshintergrund eine ganz wichtige Rolle im Zusammenhalt, in der Information dieser Gesellschaft spielen. Und ich weiß, dass vor 50 Jahren, auch als die ersten Italiener und Türken in die Bundesrepublik Deutschland kamen, es natürlich Kräfte gegeben hat, die gemeint haben, jetzt bricht die Welt zusammen. Jetzt wird ja alles anders. Und wenn wir uns das angucken, ja, dann ist es auch anders geworden. Und zwar auf eine sehr gute Art, weil vieles von dem, was die Menschen mitgebracht haben, uns bereichert hat, auf das wir heute nicht mehr verzichten wollen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wir glauben, dass das schon immer so war. Und das ist entstanden dadurch, dass diese Gesellschaft offen war. Ich gebe zu, ja, es wird so sein, dass wir jetzt noch mal vor eine neue Qualität der Herausforderungen gestellt werden, weil einfach durch die Größe der Globalisierung, durch auch die Größenordnung natürlich eine ganz andere Art der Wahrnehmung da ist, weil es auch kulturell möglicherweise größere Klüfte gibt, die man überbrücken muss. Aber ich bin sicher, dass wir eine Chance haben, mit dem, wie wir aufgestellt sind, auf diesem Weg auch erfolgreich zu Lösungen zu kommen, von denen wir in wenigen Jahren sagen werden, die sind in der Tat eine Bereicherung für uns gewesen, aber nicht, indem wir die Probleme, die damit verbunden sind, unter den Tisch kehren, uns denen verweigern und dafür nicht die richtigen Rezepte finden. Ich glaube,
eines kann man ableiten, oder mehrere Punkte kann man ableiten aus dieser Situation. Was neu ist, ist, glaube ich, die Bereitschaft von Menschen, Medien, Politik, sich über Fluchtursachen Gedanken zu machen, sich anzugucken, warum ist das so, was da gerade entsteht, und ist das nicht auch ein Teil der Politik der Ruhe und der Gelassenheit, die wir hatten, in dem Glauben, das läuft schon alles so, ohne wirklich zu gucken, was passiert eigentlich in anderen Teilen der Welt, und sind in anderen Teilen der Welt nicht auch die gegenwärtigen, möglicherweise auch zukünftigen Konflikte ein Teil des Handelns in der eigenen Region. Der zweite Punkt ist die Einsicht, die völlig wieder neu erwachte Einsicht darin, dass nur ein starker Staat eine freiheitliche Gesellschaft schützen kann. Und dass Staat nicht etwas ist, auf das man verzichten kann, das lästig ist, dass jemand anders ist als wir. Ich finde es schon interessant, mit welcher Selbstverständlichkeit wir jetzt darüber reden können, dass wir zusätzliches Personal brauchen. Vor einem Jahr wäre das ein Eklat gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich gebe Ihnen recht, es gibt in bestimmten Bereichen den Bedarf, Personal aufzustocken. Da war jeder Personalabbau praktisch ein Markenzeichen erfolgreicher Politik. Auf einmal ist das etwas, bei dem die Menschen sehen, dieser Staat leistet etwas und dafür braucht er auch die richtige Infrastruktur. Das geht bis hin zu der Offenheit, was Ausstattung der Büros, der Arbeitsplätze angeht, was die Qualifizierung, die Qualifikation der Beamtinnen und Beamten angeht, die wir brauchen. Auch mehr Bewusstsein dafür, dass wir um die Besten natürlich auch mit der gewerblichen Wirtschaft konkurrieren, dass wir uns überlegen müssen, halten wir das in der Art, wie wir strukturiert sind, durch? Welche Schlüsse müssen wir daraus ziehen? Und trotzdem alles immer wieder zusammenzupacken darin, dass es eben auch nur eine gewisse Bereitschaft gibt, dafür zu bezahlen. Das heißt, auch hier ist eine Menge zu tun, dass wir in einem Diskurs, in einem Dialog wirklich schaffen müssen. Und da ist ein Punkt sicher der, dass wir uns immer wieder neu fragen müssen, ob die Kommunikation, wie sie sich entwickelt hat zwischen denen, die Politik betreiben, zwischen denen, die Politik sich, ich will jetzt nicht sagen konsumieren, aber die es sich angucken, auch mit der Frage der Entscheidung, wie weit sie sich selbst beteiligen wollen, und auch das muss erlaubt sein zu sagen, wie die Kommunikation transportiert wird zwischen denen, die Verantwortung übernommen haben und die, für die sie das tun. Also auch die Frage, wie positionieren sich Medien in dieser Frage, denn das eine oder andere, das mit Politikverdrossenheit zu tun hat, hat auch mit der Frage zu tun, wie das, was Einzelne handeln, wie der öffentliche Dienst handelt, am Ende auch öffentlich dargestellt wird. Das sind Punkte, die auch interessanterweise mit den Auseinandersetzungen, vor denen wir jetzt gerade stehen, zu tun haben. Auf einmal ist ja auch die Medienwelt in den Fokus geraten. Und da fällt man leicht in diesen Punkt und sagt, das ist sofort Einschränkung der Pressefreiheit. Aber ich finde durchaus, Politik hat die Aufgabe und den Auftrag, und das tut sie auch, immer wieder zu sagen, kommunizieren wir eigentlich richtig? Welche Fehler haben wir gemacht? Was müssen wir daraus ableiten? Und das würde ich auch dem ein oder anderen Medium anraten, das zu überlegen und nicht sofort in die Verteidigungshaltung zu gehen, sondern zu sagen, ist das nicht etwas, was wir gemeinsam schuldig sind, dafür, dass am Ende Bürger, Politik, die Gemeinschaft, das Gemeinwesen insgesamt diesen Zusammenhalt auch wollen und pflegen, den wir brauchen, wenn wir unsere freiheitliche Ordnung erhalten wollen. Wir haben versucht, Schlüsse daraus zu ziehen. Und Herr de Maizière hat eben mehrere Fragen gestellt, wie sich das Räderwerk verändert, ob sich alles verändert, was das für unsere Sicherheit bedeutet. Ich würde eine dazu stellen, das ist eben die, ist das denn alles zu finanzieren? Und da sage ich, der Gesamtstaat in Deutschland läuft hervorragend. Und wir sind durchaus, und er läuft auch hervorragend, das dürfen wir auch nicht vergessen, weil wir ein Stück auch davon profitieren, dass es bei anderen nicht so gut läuft. Denn
Wir haben einen enormen Exportzuwachs dadurch, dass der Euro schwächer ist, weil es schwächere Mitglieder im Euro gibt. Und die haben, ehrlich gesagt, relativ wenig, was sie an Export anzubieten hätten, das jetzt verbilligt ist. Die deutsche Exportwirtschaft hat enorme Profite daraus. Das ist gut so. Das bedeutet aber auch, dass man ein ganzes Stück Polster hat, auch, ich sag mal, einen gewissen Ausgleich mitzufinanzieren. Ein zweiter Punkt sind die Zinsen. Die Zinsen gehen ja nicht nur in den Keller, weil es Zentralbankentscheidungen gibt, sondern weil es einen enormen Zuwachs an Geldvermögen in der ganzen Welt gibt und weil es Suche danach gibt, wo die sicheren Häfen sind, in denen man sein Geld nicht nur anlegen kann, sondern auch wieder zurückbekommt. Und die Erwartung, dass man das in Deutschland machen kann, geht so weit, dass das Angebot so hoch ist, dass der Preis für dieses Geld ziemlich im Keller ist. Wenn Sie mal als Finanzminister durch Südostasien fahren, was ich hin und wieder tue, um Anleihen anzubieten in anderen Teilen der Welt, dann wissen Sie, dass es Anleger gibt, die bereit sind, quasi zu null das Geld ihnen mitzugeben. Warum? Weil sie sagen, mir ist wichtiger, ich kriege keine Zinsen, aber ich kriege mein Geld wieder, als ich kriege irgendwo 10% Zinsen und am Ende ist aber das angelegte Kapital weg. Auch das hat natürlich zu tun mit einer Unwucht in der gesamten Welt, die am Ende den Scheinwerfer auf ein Land wie Deutschland richtet und damit und dazu führt, dass es auch eine Menge an Impulsen, an wirtschaftlichen Impulsen gibt, die dann bei uns ihre Kraft erzeugen können. Und insofern glaube ich, dass dieser Gesamtstaat auch in der Lage ist, diese Herausforderungen zu meistern. Aber ich glaube, dass es auch eine Verteilungsfrage ist. Und da sind dann wahrscheinlich Herr de Maizière oder auch sein Kollege Herr Schäuble und ich nicht unbedingt gleicher Auffassung, wenn ich sage, die Verteilung wie bisher, die Lasten auf Kommunen, auf Bund und auf Ländern liegen, die ist nicht gerecht und die ist auch nicht zu rechtfertigen. Wenn ich mir ansehe, dass wir die mittlerweile ungeteilte Auffassung haben, die Kommunen müssen die Aufgaben, die sie übernehmen, und das ist eine Menge, die müssen sie auch an Geld erstattet bekommen, aber auf der anderen Seite unter der Gewährleistung der schwarzen Null eine, ich sage mal, festgezurrte Größenordnung erfahre, die der Bund an die Länder gibt, um sie dann auch an die Kommunen zu geben, dann ist da eine ziemliche Lücke, die dazwischen klafft. Also das, was der Bund gibt und das, was die Kommunen brauchen, aber auch die Länder, das ist nicht in einem Einklang, den man vertreten könnte. Und ich habe das an anderen Stellen auch gesagt, es kann nicht sein, dass man bei aller Anstrengung für Konsolidierung von Landeshaushalten dann vom Zerfall von Libyen und Syrien auch finanziell auf Länder- und Kommunalebene in dieser Weise in Anspruch genommen wird. Denn wir haben im Augenblick eine Situation, in der der Bund ungefähr 20% dessen an die Länder gibt, was die Länder insgesamt für die Flüchtlinge im Moment ausgeben, und zwar sowohl für sich selbst als auch also für Lehrer, für Polizei, für Gerichte, die ja nun mal nicht kommunale Kosten sind. Es sind Landesaufgaben, sie bleiben auch Landesaufgaben. Der Lehrer, die Lehrerin bleiben Landesbeamte, das gilt für die Polizistinnen und Polizisten wie für die Justizbeamten. Aber die Größenordnung, die jetzt notwendig ist, die aufgestockt werden muss, die ausgelöst ist von internationalen Konflikten, kann finanziell am Ende nicht auf Länder- oder kommunaler Ebene aufgefangen werden. Und das kann man auch nicht, wenn Sie überlegen, dass man dann ja wieder vorausschauend sagen müsste, was passiert denn eigentlich in den nächsten Jahren? Ist das der letzte Konflikt? Ist das, wenn wir das geregelt haben, erledigt? Der nächste Punkt ist, auch dann, wenn der Flüchtlingsstrom morgen aufhören würde, ist dann damit alles erledigt? Nein, wenn wir eine gelingende Integration schaffen wollen, dann ist auch mir bewusst, dass ich denen, die sich mit Bildung und Erziehung beschäftigen, die sich mit der ganzen, auch mit der Sicherheit beschäftigen, dass wir in diesem Punkt gut aufgestellt sein müssen. Denn wenn wir an dieser Stelle Fehler machen, dann werden die Parallelen offenkundig, die wir nicht wollen und von denen wir sagen, sie haben auch nichts miteinander zu tun. Es ist immer noch so, die Menschen, die im Augenblick fliehen, die aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika fliehen, sind Menschen, die im Wesentlichen vor dem Terror des Islamischen Staates und anderer Terrororganisationen sich auf den Weg gemacht haben, aus Not. Und es sind nicht die, die anderswo ihre Überfälle machen. Nur die, die anderswo überfallen haben,
sind eben Menschen, mittlerweile Kinder Frankreichs, Kinder Belgiens, zum Teil möglicherweise auch aus Deutschland, bei denen aber eben deutlich wird, was in der Vergangenheit falsch gemacht worden ist, als es darum ging, Integration auf den richtigen Weg zu bringen. Das sind Punkte, darum müssen wir auch aus Erfahrungen lernen und müssen wissen, dass wir heute an diesem Punkt ganz eindeutig nicht kleckern dürfen, sondern klotzen müssen, dass wir das hinkriegen müssen, aber dass wir es am Ende in einer auch finanziell vertretbaren Weise darstellen müssen, weil dann fängt wiederum auch die Akzeptanz an bei den Menschen im Land. Und deswegen halte ich an dieser Stelle ehrlich gesagt bei aller Liebe zur ökonomischen Betrachtung, aber das Argument, das ist alles sofort lohnend, wenn die Menschen zu uns kommen, das hilft meiner Meinung nach nicht, weil ich glaube, dass eine Menge Menschen, und wenn Sie mit Vertretern der Wirtschaft reden, natürlich morgen nicht sofort einsetzbar sind. Wir brauchen schon hier einen hohen Einsatz an Qualifizierung und Qualifikation. Wir brauchen auch die Bereitschaft von Unternehmen, daran mitzutun. Aber wir müssen den Menschen auch deutlich machen, dass das Recht auf Asyl nicht deshalb akzeptabel ist, weil es sich lohnt. Es kostet zunächst mal. Es wird Geld kosten. Und es wird auch nicht dazu führen, dass das Geld morgen zurückfließt. Das mag für einen Teil gelten. Natürlich sind runde 17 Milliarden, hat die Welt zusammengetragen aus den Berichten der Länder, aus den Länderhaushalten. Ich habe dazu schon gesagt, dass wenn ich das alleine auf der Größenordnung der nordrhein-westfälischen Daten hochrechne, man damit nicht auskommen wird, dann wird es deutlich über 20 Milliarden sein. Das ist natürlich auch ein enormes Konjunkturprogramm. Und dieses Konjunkturprogramm wird auch dazu führen, dass es Steuereinnahmen gibt. Im Übrigen, wenn das funktioniert, zur Hälfte für den Bund und zur Hälfte für die Länder und Gemeinden. Also auch das ist ein Stück Refinanzierung. Es ist nach der gegenwärtigen Kostenverteilung für den Bund fast eine Refinanzierung dessen, was er macht, aber für die Länder und Kommunen eben nur ein kleiner Teil. Auch das ist ein Grund zu sagen, über diese Gewichtung muss man sich noch einmal unterhalten. Aber wenn man nur über diese Schiene argumentieren würde, dann hätte man das große Problem, dass diejenigen, die nicht nur skeptisch sind, sondern die einfach dagegen sind, dann, wenn ihnen gelingt, ein bisschen eine ökonomische Argumentation zu widerlegen, in sich das Recht verspüren, dann habe ich Recht, es ist falsch, dass wir Menschen aus anderen Ländern aufnehmen. Das kann nicht die Motivlage sein. Ich glaube, dass es am Ende erst recht, wenn wir richtig daran gehen, erst recht mit auch der Folgegeneration derer, die bleiben, genau in die Richtung auch eine Entlastung, eine Verbesserung geben kann, die wir jetzt vielleicht so noch gar nicht sehen. Aber wir dürfen es nicht an den Anfang stellen. Das kann nicht das Motiv sein, ein Asylrecht in Deutschland gelten zu lassen, hochzuhalten und zu wahren. Und vor diesem Hintergrund haben auch wir unsere Möglichkeiten ausgeschöpft, glaube ich. Wir haben alleine im Landeshaushalt des Jahres 2016 einen doppelten Betrag veranschlagt für die Hilfe von Flüchtlingen und eben auch die Kosten, die den Gemeinden erstattet werden, als das noch 2015 der Fall war. 4 Milliarden Euro, und nur für diejenigen, die dann gerne dem Argument folgen, das wird nicht alles an die Kommunen weitergegeben. Von den 4 Milliarden Euro im Landeshaushalt sind 2,6 zur direkten Weiterleitung an die Kommunen, der Rest für den Bereich Lehrer, Polizei, Justiz, Erstaufnahmeeinrichtungen und so weiter. Und von den 2,6 Milliarden Euro, die an die Kommunen weitergegeben werden, erhalten wir zurzeit nach den gegenwärtigen Berechnungen knappe 800 Millionen vom Bund. Also so viel dazu, dass etwas an klebrigen Fingern eines Landesfinanzministers hängen bleibt. Um die Integration der Flüchtlinge zu bewältigen, haben wir 2015 und 2016 insgesamt 6.746 Stellen geschaffen. 5.786 Lehrerstellen, 20 Schulpsychologen, 119 Justizstellen, 770 Stellen in der Verwaltung und für über 500 zusätzliche Polizeianwärterstellen. Also auch da kann man sehen, es wird gehandelt. Es gibt eben auch eine andere Stimmung zum Handeln. Und es ist jetzt auch wichtig, deutlich zu machen, das, was wir tun, tun wir nicht, weil wir das für die Menschen, die schon hier gelebt haben, vernachlässigen. Die haben einen Anspruch darauf, dass das, was günstiges Wohnen angeht, das Hilfen angeht, die in einer ähnlichen menschlichen, persönlichen Situation sind, da kann kein Unterschied gemacht werden und gesagt werden, das ist jemand, der hat Zuflucht gesucht, der wird jetzt auf eine andere Art behandelt als du. Auch diese Grundlagen müssen wir schaffen.
wir dürfen in den Landeshaushalten, auch im Bundeshaushalt, jetzt nicht den Fehler machen, dass wir dieses Geld an Stellen einsparen, wo wir unsere Zukunft sichern. Die Zukunftssicherung in, erst recht auch in Dingen wie Infrastruktur, auch neuer Infrastruktur wie Breitband, die schafft ja wieder die Grundlage dafür, dass wir diese wirtschaftliche Kraft erhalten, um auch solchen Aufgaben gerecht zu werden wie der, vor der wir jetzt stehen. Das sind alles Dinge, die machen es nicht einfach. Und da kann ich nur sagen, lieber Herr de Maizière, ich wünsche dem Bundesfinanzminister, dass er das mit einer schwarzen Null macht und schafft. Aber wenn die schwarze Null durch eine solche Lastenverteilung zustande kommt, die dann bei anderen die Klemme bringt, dann ist das natürlich ein Punkt, bei dem man sagt, da müssen wir noch mal drüber reden. Also diesen Diskussionsbedarf, den sehe ich in der nächsten Zeit ganz sicher. Wir haben auch im Übrigen gar nicht erst infolge der Überlegungen im Bund bei uns die Frage gestellt, was ist denn, wenn jetzt Menschen, die pensioniert sind und helfen und etwas dazu verdienen können, das wieder abführen müssen. Also dieses Regelwerk haben wir auch auf den Weg gebracht, dass die Hinzuverdienstgrenzen für die Menschen, die jetzt in der Flüchtlingshilfe in den nächsten Jahren tätig sein werden, aufgehoben sind. Aber auch hier gilt das Gleiche, was Sie, Herr de Maizière, gesagt haben, sowohl für diese Regelung als auch für die Stellen, die wir geschaffen haben, gilt natürlich zunächst tatsächlich, dass wir sie befristet einrichten. Das heißt ja nicht, dass sie befristet besetzt werden, sondern sie sind KW-gestellt, das heißt nach zunächst mal 2-3 Jahren bis 2018 wird sich dann zeigen, ob Stellen dann irgendwie wieder eingespart werden können. Es muss dann neu aufgerufen werden, das ist überhaupt keine Frage. Aber klar sein muss, dass man doch jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, wir machen eine Stellenausweitung unabhängig davon, ob der Flüchtlingsstrom anhält in dieser Größenordnung oder nicht, sondern wir müssen doch auch das Signal senden, dass wir natürlich davon ausgehen, dass wir diese Frage, diese Herausforderung auch in der Richtung gelöst bekommen, dass natürlich dieser Strom wieder versiegt, weil wir unter anderem auch bessere Bedingungen da schaffen, wo die Menschen herkommen. Also das sind Dinge, bei denen ich glaube, dass wir in den letzten Monaten eine Menge bewegt haben, nicht wir als Politik gegenüber den Menschen, sondern wir als Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland insgesamt, dass genauso deutlich wird, da sind Sorgen. Es gibt auch ein politisches Engagement, das aus dieser berühmten Wutbürgerschaft heraus geboren ist. Ich habe eben mal gesagt, nur Fankurve geht nicht. Man muss schon auch versuchen, sich dann differenziert der Auseinandersetzung zu stellen. Aber wir müssen natürlich wahrnehmen, wo diese Sorgen sitzen, und wir müssen das gemeinsam hinbekommen. Und ich kann nur heute ganz anders als in den vergangenen Jahren, als wir häufiger an diesem Punkt über den Konflikt der Tarifgestaltung und der Besoldung zu reden hatten, sagen, ich empfinde, dass wir im Augenblick einen guten, einen wichtigen Gleichklang haben zwischen dem, was die politisch Handelnden in Bund, Ländern und Gemeinden tun und was an Unterstützung, an Mitarbeit, an Einbringen von Qualifikationen von Seiten des öffentlichen Dienstes hier dazukommt. Das ist nicht konfliktär, nicht konfliktbeladen. Es ist ein gutes Ergebnis, das mir persönlich viel Mut macht, dass wir auf dieser Basis gut auch mutig kommunizieren sollten. Also nicht in einer Weise, die versucht, Menschen zu beschwichtigen mit Themen, mit Argumenten, die sie dann nicht glauben und die den Konflikt nur größer werden lässt, sondern dass wir in der Lage sein müssen, deutlich zu machen, wir haben Verpflichtungen. Wir haben Verpflichtungen, die wir in diesem Land aus der Geschichte heraus nun ganz besonders ernst nehmen müssen. Wir haben Verpflichtungen, die wir auch deswegen ernst nehmen müssen, weil es durchaus beunruhigend ist, was in dem einen oder anderen europäischen Mitgliedstaat passiert und wohin da die Reise geht. Ich glaube, das kann man nur machen, wenn man sich dazu bekennt, dass wir das, was wir haben, dass wir diese Grundlage, die wir haben an Politik und an Verwaltung stärken, dass wir sie erhalten und dass wir gemeinsam uns Gedanken darüber machen, wie wir Optimierung gemeinsam hinbekommen, aber wie wir auch die Verstärkung gemeinsam hinbekommen und wie wir dann aber auch die Grundlage dafür schaffen, dass die Menschen in diesem Land mitgehen bei den Schritten, die wir zu tun haben. Ich glaube, die Zeit ist in diesem Punkt dafür günstig,
mit Argumenten auch anzukommen, wenn wir alle gemeinsam daran mitarbeiten. Und da sage ich nochmal, das gilt für Politik, das gilt für öffentlichen Dienst, das gilt aber auch für die Medien, denen dabei auch eine wichtige Rolle zukommt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Tagung, freue mich, dass ich hier sein darf. Auch wenn ich das in Vertretung der Ministerpräsidentin mache, die ein oder andere Botschaft nehme ich ohnehin immer von hier aus mit. Und dann wollen wir mal sehen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister. Sie haben einen ganz breiten Bogen gespannt von einer Hommage an diese Stadt Köln, gerade im Rückblick auf die Ereignisse in der Silvesternacht. Sie haben über bürgerschaftliches Engagement gesprochen, was voll und ganz auch vom DBB so gesehen wird. Wo wären wir, hätten wir hier nicht diesen großen Engagement, diese Willkommenskultur gehabt, dann sehen wir in manchen Bereichen ganz alt aus. Sie haben dann philosophische Bemerkungen gemacht, die möchte ich hier jetzt nicht kommentieren. Ich möchte aber eins sagen, man muss natürlich den Bürgern jenseits jeder Flüchtlingsproblematik, denn die Personalnot im öffentlichen Dienst, die hat es auch schon gegeben vor der Flüchtlingskrise. Und das muss man hier auch zur Kenntnis nehmen. Sie wird nun wie in einem Brennglas noch mehr sichtbar. Und ich glaube, dazu gehört der Politik, den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, den Haushältern, auch im Landtag in Nordrhein-Westfalen darzustellen und letztendlich, wie gesagt, auch den Bürgern. Man kann nicht ein Vier-Sterne-Hotel wünschen und nur bereit sein, für ein Low-Budget-Hotel zu zahlen. Das geht nun mal überhaupt nicht. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und grüßen Sie Ihre Chefin und sagen, sie ist hier im nächsten Jahr herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Fernsehen heißt das, glaube ich, wir hängen etwas in der Zeit, aber ich schätze mal, dass wir anderthalb Stunden, auch das Mittagessen, die Mittagspause ausreichend ist. Ich darf Sie ganz herzlich einladen, jetzt mit uns zusammen in den zweiten Stock zu fahren, um dort ein Mittagessen einzunehmen. Unsere Ehrengäste haben dazu einen speziellen Hinweis noch und ich möchte es nicht versäumen, dann noch unsere Moderatorin für heute Nachmittag und für den morgigen Vormittag, Frau Dunja Hayali, ganz herzlich bei uns zu begrüßen. Frau Hayali, bei uns ist ja der Vorteil, dass Sie nicht ganz so früh aufstehen müssen, weil bei uns ist ja nicht Frühstücksfernsehen angesagt. Insofern ganz herzlich willkommen bei uns und wir sprechen dann heute Nachmittag nochmal miteinander. Wie gesagt, ich